Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem, ja, ich sag mal, neuem Let's Play, vielleicht, vielleicht auch nicht, von Phasmophobia. Ja, ich wollte mir das Ganze auch mal anschauen und hab mir gedacht, ich mach das jetzt einfach mal und guck mal, ja, wie das Spiel ist. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich am Anfang ein bisschen eher alleine unterwegs sein, so eins, zwei Missionen werde ich bestimmt mal bestreiten und dann werde ich irgendwann mal schauen. Also nicht wundern, wenn ich, ja, also ich werde es auch nicht regelmäßig bringen, ne? Also das ist klar. Ja, wir haben, achso, genau, und ich bin jetzt gerade noch in der im Training und werde dann später mal gucken, ob ich irgendwie diese Privatlobby bzw. irgendwie das auch alleine spielen kann. Das sollte funktionieren und dann, ja, mal gucken. So, Trainingsziele. Wir haben einen Geist, an dem du deine Geisterjagd-Skills trainieren kannst, gefunden. Der Geist ist gewaltfrei und befindet sich hier. Master Bedroom. Geh rein und schaue dir die Dia-Show auf dem Monitor an, die wir für dich vorbereitet haben. Viel Glück. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall erstmal hier den Schlüssel mit. Mit E. Mit E nimmt man den Schlüssel mit. Dann hier natürlich die... toll. Die... Taschenlampe. Okay. Das war dann die falsche Taschenlampe. Wie habe ich denn das? Ach, mit G schmeißt man das. Ah. Ja, wunderbar. So, dann nehmen wir... Boah, was nehmen wir denn noch mit? Ja... Kommen wir nehmen hier dieses Radio mit und dann mal gucken. Boah, ist das anstrengend. Mensch, 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 Mensch. So, Hallöchen, Nachbarschaft. Wie geht's euch? Ja, und schon schlafen sie an. Warum komme ich denn eigentlich hier nachts an? Also. Nee, 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 aber ein schöner LKW ist es auf jeden Fall. Das muss man ja schon mal sagen. So, dann würde ich sagen, geht's sofort hier rein. So, dann geht's hier rein. Hier ist eine Kamera, okay. Blendig, blendig, blenden. Blendi, blendi. Oh, okay, die Tür ist auf. Wie vorbildlich, es gibt Rauchmelder. Also ich muss sagen, dadurch, dass es meine allererste Runde ist, geht der Puls schon ja, merklich nach oben. Okay. Ja. Okay, das ist die Steuerung. Bei einer Untersuchung hast du etwa 5 Minuten Zeit, bevor der Geist aggressiv wird und deine geistige Gesundheit rapide fällt. Ich habe irgendwas gehört. Naja. Nutze die Zeit, um Equipment aufzustellen und den Geist zu... finden. Gott! Das ist ja mit Koffer noch viel viel intensiver, sage ich jetzt mal. Heute allerdings musst du dir darum keine Sorgen machen. Schritt 1. Stellen Sie die Videokamera im Geisterraum auf. Begeben Sie sich zurück zum Truck und beobachten Sie den CCTV-Monitor, ob Sie einen Geisterorb sehen können. Falls ja, notieren Sie das auf der letzten Seite des Journals. Schalten Sie weiter. Okay, das machen wir doch mal ganz kurz. Uff. Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal kurz, würde sagen, ja, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz hier. Uff, die Aktivität, die war gerade relativ hoch. Die Videokamera, dann nehmen wir hier
Die Kamera mal mit. Okay. So, mal gucken, wo der Raum ist, denn ich habe absolut noch keine Ahnung. Na, jetzt bin ich gerade. Ich sehe aber auch nichts. Moment, habe ich hier nicht noch irgendwo eine Kopftaschenlampe oder sowas ähnliches, womit ich mir vielleicht das Licht anmachen kann? Nee, ne, das habe ich nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal mit der normalen Kamera, mit dem normalen Licht rein und schauen erstmal. Ja. Wo dieser Raum ist. Nee, das ist ein Kinderzimmer. Also ich muss auch sagen, mir ist gerade so ein bisschen, also da, hier ist das Bad. Hier ist der Raum. Gut, dann würde ich doch sofort sagen. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Nee. Wunderschön. Machen wir mal die Tür wieder zu. Und wir gehen mal nach draußen und hoffen doch, dass wir den richtigen Raum hier erwischt haben irgendwie. Ich bin mir ein bisschen unsicher tatsächlich. So. Nachtsicht. Ach so. Ich habe die nicht angemacht, die Kamera. Nein, ich bin auch ein Dulli. Ja, natürlich. Ich wollte ja unbedingt noch mal hier rein. Ganz klare Sache. Wie kann man sich eigentlich ducken? Geht das nicht auch irgendwie? Weiß nicht. Ah. Schön, ne, das ist immer noch blöd. Mal das so. Schön. So, ich bin dann mal weg, würde ich sagen. Zum Glück ist der ganze Geist nicht so. Ja, aggressiv. Ich muss schon sagen, das ist schon, ja, anstrengend. Also. So, der Geisterorb. Also ein Geisterorb sehe ich jetzt erstmal nicht. Aber das. Das war jetzt der Blitz. Okay. Oder ist das der falsche Raum? Ich weiß nicht, wo, in welchem Raum das sonst sein soll. Wieso habe ich denn keine Kamera? Ich habe keinen. Doch, habe ich. Sagen. Dann werden wir uns mal kurz umgucken. Aber anscheinend ist das ja doch nicht der richtige Raum. Das ist der richtige Raum. Gefriertemperaturen sind auch schon da. Okay. Ah,
Gefriertemperaturen. Wie kommt man denn ins Journal mit J? Okay. Gehen wir mal auf die letzte Seite. Beweis. Das erste ist schon mal Gefriertemperaturen. Ja. Schön. Es ist ja sehr interessant, dass diese Sache, diese Kamera, dass die so eine Art Licht noch mit entsendet. Super interessant. So, dann wollen wir noch mal gucken, was passiert hier Schönes. Also bis jetzt ja erstmal nichts, ne? Also wir haben Gefriertemperaturen, aktuell kein Orb oder sowas ähnliches. Das ist aber der richtige Raum, denn ja, das hat, wie gesagt, an den Gefriertemperaturen konnte man das ja ganz gut erkennen. Das ist das Gewitter, aber wie gesagt, ich sehe jetzt auf dem ersten Blick kein Orb oder ähnliches. Gut, gut, gut. Würde ich sagen, nehmen wir uns mal das Buch mit. Und den EMF-Reader. Dann gucken wir mal, ob dieser EMF-Reader anschlägt. Jo. Okay, das heißt, Journal mit J, EMF Ebene 5 und dann kann es noch ein Phantom oder ein Benji sein. So, dann gucken wir doch mal hier drinnen noch nach. Phantom oder Benji? Benji hat Gefriertemperaturen und Fingerabdrücke. Okay. Und das Phantom hat einen Geisterorb, also ist es ein Benji. Also wird es da drinnen Gefriertemperaturen geben. Einen Fingerabdruck geben. Ja, dann haben wir ein Benji. Zum Glück kein Phantom. Nicht, dass es dann das Phantom der Ober wäre. Opa, Menschenskinder. So, ja gut, dann brauche ich aber auch jetzt nicht weiter über die Dings nachschauen, sondern kann ja eigentlich direkt, wow, das ist eine gute Kamera, gutes Licht, kann er sondern gleich mal so nachschauen. Und ja. So. Aber erstmal natürlich sicher gehen, dass hier kein Dings ist. Gefriertemperaturen sind, das sieht man ganz gut an dem gefrierenden Atem. Aber ich habe absolut keine Ahnung von wegen den Fingerabdrücken oder sowas. Ich keine da. Gut, gucken wir mal hier weiter, ne? So, gucken. Fernbedienung ist da unten. Wir schicken natürlich noch das Buch da rein. So. Na. So. Schreib in das Buch. Gut, okay. Hier ist auf der letzten Seite im Journal und schalten Sie weiter. Ja. Ah, ich weiß nicht, mit was ich mich jetzt gerade. Ach, mit C. Warum ging das denn im. Ach so, im Truck kann man das wahrscheinlich nicht. Na gut. Gut, Schritt 3, nehmen Sie die Geisterbox aus dem Truck.
Ja, gut, brauche ich jetzt nicht, weil ich habe ja, wie gesagt, die Gefriertemperaturen. Der Raum sollte so langsam ausgekühlt sein, falls der Geist zusätzlich in der Lage ist, den Raum unter den Gefrierpunkt zu bringen, sollten Sie eine Atemwolke erkennen können. Falls dem so ist, notieren Sie auf der letzten Seite im Journal. Schalten Sie weiter. Ja, und suchen Sie nach Finger- und Handabdrücken auf Fenstern, Türen und Lichtschaltern. Wenn ich keine finde, okay, das aber auch. Nehmen Sie den EMF-Reader aus dem Truck, überprüfen Sie die Objekte, mit denen der Geist interagierte. Ja, ist auf jeden Fall passiert, ne? So, und dann haben wir halt quasi aber auch nur noch diese Geisterbox. Er hat das Buch bewegt. Er hat nicht reingeschrieben, aber er hat das Buch bewegt. Da war gerade ein Geräusch. Das war aber hoffentlich jetzt nicht mein Kater, ne? Was? So, ja, und man sollte ja Fingerabdrücke oder sowas ähnliches erkennen können. Und das verstehe ich halt nicht. Ich habe absolut keine Fingerabdrücke. Noch nicht mal hier in der Nähe davon. Nicht mal hier. Da habe ich jetzt auch keine. Schalter, ja gut, auch nicht. Ja, und Tür, ja. Ich meine, das würde ich an der Tür eigentlich auch gleich sehen, wa? Oh, nö, da ist auch nichts. Ist ein bisschen, das mit der Tür ist auch ein bisschen kompliziert, muss man sagen. Ja, oder gilt das für das gesamte Haus? Naja, dann bleibt da aber, es bleibt da eigentlich nichts anderes mehr übrig. Gehe ich jetzt mal ins Journal, sehe ich ja hier bei dem Phantom. Geisterorb. Können wir noch gerne noch mal reinschauen gehen. Fingerabdrücke, ja, weiß ich nicht. Das ist ja dann, also ich habe bisher immer bloß eine Hand gesehen oder sowas ähnliches. So, und die Kamera steht halt eben direkt auf dem Schreibtisch. Also müsste ja rein theoretisch, wenn es ein Geisterob geben würde, was sehen. Ach, Moment, ich glaube, ich habe den Fehler herausgefunden. Denn wir haben ja die Kamera in Richtung des Bettes und da haben wir ja schon gar keine Gefriertemperaturen mehr gehabt. Wir haben sie ja bloß vorne an der Tür gehabt. Wir haben sie ja quasi nur. Hier, genau. So, na dann nehmen wir doch mal hier. Ach so, es geht auch so. Ach ja, ich habe hier noch was in der Hand. So, dann drehen wir das mal ganz kurz hier in Richtung. So, ah, das war jetzt ein bisschen zu weit. Gerade, boah, Gänsehaut. So alleine ist es vielleicht doch nicht ganz so cool. Ich weiß nicht, ob ich den Geisterorb tatsächlich auch erkenne, wenn das so ist. So, und das ist jetzt halt eben die Tür. Ja,
Geisterorb gab es nicht und es gab keine Fingerabdrücke. Aber dadurch, dass ich halt die Fingerabdrücke, also ich habe ja wirklich alles abgesucht, bis auf die anderen Räume halt eben. Und wenn er bloß da unterwegs ist, wird er ja wahrscheinlich auch nirgendwo anders was sein. Und der Geist ist auf jeden Fall dort. Also das habe ich ja schon gehört in der Tür oder an der Tür. Das war ja sonst irgendwie nicht anders möglich. Naja, guck mal nochmal ins Journal rein. Geisterorb habe ich jetzt nicht gefunden und Fingerabdrücke habe ich jetzt auch nicht. Aber dadurch, dass es ja nur einer von denen sein kann, da muss ich halt eben mal schauen. Moment, Geisterbox? Abdrücke, Geisterorb. Genau, das wäre dann das Phantom. Das Phantom der Opa. Ja, würde ich schon fast behaupten. Ich habe jetzt aber aktiv halt eben nichts gesehen. Gefriertemperaturen ist ein Phantom. Und das EMF-Reader, der war ja sofort auf 6, auf 5, also auf dem höchsten Level. Und dementsprechend ist es ja vollkommen in Ordnung. So, in der Kamera habe ich jetzt nichts erkannt. Und ich habe jetzt auch bei den Fingerabdrücken nichts erkannt. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus oder gehe ich jetzt einfach mal zu den Geisterorten. Ja, mal gucken. Ja, mal sehen. Das werden wir jetzt gleich sehen, ob das irgendwie richtig war. Ist ja zum Glück bis hier nur ein, ein Testlauf gewesen. Der Geist war ein Phantom. Dein Training ist abgeschlossen und du bist jetzt bereit, dich mit anderen Geisterjägern zusammenzutun, um das Paranormale aufzudecken. Vervollständige die Geisterjagdziele, um Geld zu erhalten und kaufe zusätzlich Ausrüstung. Ja, das sieht natürlich erstmal im ersten Blick super gut aus. Ja. Interessant, interessant, interessant. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ja, ich bin jetzt gerade echt so ein bisschen angespannt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verstehen kann. Ja, ich hoffe doch, dass ich auch ganz schnell irgendwie jemanden finde zum Mitspielen oder so ähnlich. Das wäre natürlich schon mal ganz cool. Und ja. Ach ja. So, spielen wir noch ein Basketball. Ah, nein, 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 nein. Komm, noch einer. Einer geht noch. Ah, so einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Euer Lavitanix. Ciao mit V.